Grüß Gott und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu dieser Ausgabe von Stenzel TV, dem Kanal für den Kanal. Heute früh wäre mir beinahe der Kaviar ins Champagnerglas gefallen, als ich im Internet lesen musste, welch üble Hetzkampagne gegen mich im Gange ist. Ja, offensichtlich gibt es einen Anschlag, einen regelrechten Punschversuch gegen mich. Und das alles nur, weil ich wieder mal die Wahrheit ausgesprochen habe. Daher noch einmal. Ja, wir reden von 38 Gigabyte an CO2-Emissionen im Jahr. Das entspricht 38.000 Negabyte CO2 allesamt aus Afrika, wohlgemerkt, sowie viele Millionen an Kilodioptrien und Trilliarden an Dezibel. Wenn zukünftig noch mehr afrikanische Menschen nach Europa strömen, werden weitere Mengen an Negabyte emittiert. Das halte ich für eine große Gefahr. Natürlich bleibt immer noch die Frage offen, sind diese Emissionen von meinem Gehirn menschengemacht oder nicht? Ich würde sagen, ich schwanke noch. Ebenso stimme ich mit vielen Experten wie dem Herrn von Storch, aber auch mit all den anderen Störchen, wie zum Beispiel dem Lenz Moser Storch, Spätlese, in folgendem Punkt überein. Wenn hier nämlich etwas steigt, dann sicher nicht der Meeresspiegel, sondern mein Spiegel. Und zwar täglich von in der Früh bis um Mitternacht. Im Übrigen bin ich der Meinung, der Meeresspiegel hätte schon vor Jahren steigen sollen, um die gesamte Insel von Ibiza zu überfluten. So wäre meiner Partei einiges erspart geblieben. Zum Abschluss darf ich noch ein kleines Gedicht zum Thema darbieten. Hier mein wunderbares Stenzel-Stanzel. Ob Hitze, Eis oder Taifun, gegens Klima bin ich längst immun. Ob Dürre, Regen oder Föhn, ich saufe mir jedes Wetter schön. Gute Nacht.